So, hier den Hammer. Sonst hatten wir hier hinten nichts, ne? Nein. So, dann. Ja, haben wir natürlich hier angelegt, aber zum Abreißen muss ich jetzt das ganze Kaff laufen oder was? Beschiss. Als ob wir Deutschen nicht auf Namen wie Michelle oder Jasper klarkommen. Ja, keine Ahnung. Ich erkenne auch die Hintergründe nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht waren es auch wirklich nur übereifrige Übersetzer. So, dann speichern wir jetzt aber. So, komm schon. Weiter oben noch mal Multigen-Genre Gaming. So, nur als Beispiel: Held der Modewelt. Diese Trophäe erhältst du, wenn du alle Ausrüstungsteile gesammelt hast, die das Aussehen verändern. Oh, okay, da ist man wohl schon. Ja, klar, also. Denk halt mal die zwei, wie gesagt, ich denk halt die 2 Monate, die sind halt wirklich reine Spielzeit, ne? So. In Lamentia kennen alle die Geschichte vom Fluch der Meerjungfrau, die aus Tantchens Bildertheater. Meerjungfrauen sehen vielleicht hübsch aus, aber unter der Fassade sind sie richtig fies. Sie tun nur so nett, um einen dazu zu verleiten, ihnen das zu geben, was man am meisten liebt. So, so. Segel zu den Sandinseln. Na gut, ich segel mal wieder rüber. Also 100% wäre mir schon zu krass. Gibt halt immer Leute, die das mögen, ne? Für die ist das halt eine Herausforderung. Eifrige Übersetzer gab es in Grandia 2 auch, wobei Mist in der Oberwelt mit Fräulein übersetzt wurde und im Kampf auch Fräulein steht statt daneben. Okay. Ich sag, das ist halt immer, ne? So. Was ist hier? Es geht das Gerücht um, dass Kai angefangen hat, der Arbeit fernzubleiben. Er geht in letzter Zeit immer wieder zum stillen Strand und starrt stundenlang aufs Meer hinaus. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Ah, hat sich der mit Mittel verschossen? Ja, wie gesagt, mehr Änder können wir sein, wir müssen damit leben. Nervig finde ich es ein bisschen. Stellenweise echt verwirrend. Aber mein Gott. Ja, so kompletter 100%, 100% Runner bin ich auch nicht. Das ist, die Zeit hätte ich gar nicht. Wobei ich echt sagen muss, bei dem Spiel, ich sollte meinen Mund nicht zu weit aufreißen. Aber ich glaube nicht, dass das im Stream oder für YouTube passieren wird. Das wird, wenn, dann eher privat. Na, da haben wir doch schon wieder ein. Ja, klar, immer mehr. Nur ran damit. So. Den legen wir erstmal schlafen. Au! Da kann man, da will ich hin. Geblendet. So, natürlich geblendet Abblendung. Die Devil. So. Ja, wenn man gerade auf der Schüssel sitzt, macht man die 100% klar. nee. Wobei ich habe tatsächlich schon getestet, also das Spiel lässt sich auch super im Handheld spielen. Es gibt ja da so die ein oder anderen Spiele, wo ich sage so. Nö. Also die sind im Handheld. Darkest Dungeon zum Beispiel ist zum Beispiel so ein Spiel im Handheld für mich nicht spielbar.
So, kommen wir mal. Können wir den hin schlafen legen? Klappt. Sag mal, Jade, könntest du mal darüber einziehen? So, Fähigkeiten, Fußfeger, den da. Was? Mach mal Tigerle. Und die sagen Tschüss. Boah, Alter, wie man dir auf die Nüsse geht. Knirsch. Hier. Ja, hau halt daneben, du Depp. Sind beide wieder da. Komm, mach mal deinen Poppesdampfer hier. Fußfeger ist eher für schwere Gegner. Nein. Fußfeger ist für alle. Er ist vielleicht bei schweren Gegnern sinnvoller. Echt jetzt, Tigerle? Das finde ich nicht lustig. Komm, hau das mittig weg. Na, geht doch. So, wir haben ihn. Was hat er denn? Auf mehrere. Schön. Nicht schön. Oh, Tiger, der kann das ab. So, was haben wir denn hier? Du hast mal so drauf. Schön. Freeze! Er lebt ja immer nur das Mistviech. Tigerle. Komm, mach weg jetzt. Geht doch. Ja, dann können wir den da hinten jetzt aufwecken. So, Hüftschmatzer und gib ihm. Jetzt ist er wach. Dann bist du jetzt auf dem Weg in den Norden. Nein, ich bin auf dem Weg in den Westen. So, San, also zu der Insel, wo wir die Meerjungfrau getroffen haben. Da müssen wir gerade hin. Genau, hier, V, hau rin. Hör mal. Ach, der ist ja geblendet. Da wird das, nein, falsch, den brauchen wir. Komm, hau weg jetzt. Ah, Feuerwehr wahrscheinlich. Wird aber auch Zeit. So, können wir jetzt wieder Gas geben? 626, 178. Wir haben Level Up. 4 Talentpunkte, neuer Zauber. Brutzel. Eric hat Level Up. Geröllgeisier. Gehen wir mal kurz gucken. So, was wollte ich denn bei dem machen? Erstmal gehen wir bei dem hier gucken. Den kann man ja freischalten. Was kann denn der? Heilungshieb, ein geheimnisvoller Angriff, der einem Feind wehtut, während er den Ausführenden heilt. 16? Fuju, Alter. Bräuchst den vorher, ne? Weil dann ist Teil einer Koop-Kraft. Ich will aber vorher den haben. Warten wir noch. So, 7. Was haben wir hier? Boomerang. Was haben wir denn hier eigentlich? Oh, 18.
Ein Angriff auf eine Schwachstelle des Feindes, der gelegentlich zu dessen sofortigen Tod führt. Der wäre geil. Der ist aber sacketeuer. Jade, was wollte ich denn bei Jade machen? Den da? Den wollte ich machen, genau. Gut, müssen wir noch warten. Immerhin musste ich das zweite Mal nicht wieder hinterfahren. Hat er uns mehr oder minder geportet. Aber wir kommen mit Sicherheit nicht an. Wir müssen mit Sicherheit, sag ich doch, mindestens einmal. Vakuumkick ist gut, glaube ich. Probier ich hier. Au. Ey, bist du noch ganz Bachen oder was? Da ist noch einer. Alter, das wirst du aber echt nervig. So, den heizen wir jetzt mal mit Lein hier. So, Fähigkeiten. Also bei den Aquarius habe ich schon festgestellt, da bringt der Fußfeger gar nichts. Bodo, zieh doch mal da rüber ein. Aber echt mal. Oh, machen wir mal wieder den da. Der ist scheiße teuer. Ach, hör mal. Mega-Schwächung. Oh, verfehlt, scheiße. Was ist schon da? So, du machst mal Heilung, Jade. So, du machst mal sauber. Du machst mal Peng Peng. Oh, Nummer Uno ist weg. So, du machst sauber, knack. Ja. Komm, leg den nochmal schlafen. Bodo, dann üben wir nochmal. Jay, zieh doch mal da rüber ein. Angriff. Den da. Hehe. Hast du nur davon. Dann darfst du... Da wupp wupp. Nee, das war der Gritz, Gritz. Der Gritz war das. Schön. So, den Kleinen da, den kriegen wir doch jetzt auch nur los, oder? Peng Peng, knirsch, Brutzel. Naja. Hör mal, Jay, wann lernst du das darüber einzuziehen, ne? And don't come back. Genau, Veronika. So, 539, 161, wie viel Kohle haben wir denn schon wieder? Ah, 581. So, bin ich ja gespannt, was jetzt gleich kommt. Ein Fight. Echt jetzt? Let's go! Kämpfen! Mm.
So, den da. Ja. Das war gerade eine Bumsbanane, aber das sagen wir keinem. So, nochmal Brutze. Natürlich! Au! Eigentlich ganz dicht, oder was? Ich brauche danach auf jeden Fall mal Rastplatz. Was ist mega Stärkung? Hast du einen Schuss nicht gehört? Ne, 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 ne. Kauf dir mal Mana Pot. Achso, geht er hier nicht. Kann man den schlafen legen? Natürlich nicht. Schön. Nice. So, komm schon. Ein Schaden, wow. Mana holen. Er haut wieder daneben. Also halt. Ja. So. Jetzt weg mit dir. Das müsste ich immer noch. Oder nicht genug Mana. Jetzt haut er nur davon. Rauscht. Scheitert Level up. 4 Talentpunkte. Na, machen wir später. Große Schuppe. Let's go. So, wie funktioniert das jetzt eigentlich, wenn sie sich selber vernichtet hat, quasi? Wie kommen wir denn dann da jetzt runter? Ja, wir sollen da hingehen. Unsere Belohnung. Aber wir holen erstmal das da hinten. So ein Glück, der Tigel findet eine Harfe der Lorelei. Entschuldigung. Auf dem Boden der Truhe liegt eine Notiz. Der Tigel hebt sie auf und beginnt zu lesen. Lieber Freund, wenn du diese Zeilen liest, dann heißt das, ich bin fort. Stimmt es, was du mir gesagt hast, kann ich nicht bleiben an diesem Ort. Ich danke dir für alles, für all das, was du für mich getan hast, und bitte sei jetzt nicht betrübt. Nach meinem Kai bist du der beste Freund, den ich je hatte. Der beste, den es gibt. Gab dir das Versprechen, dich zur Stadt der Meerjungfrauen am Grund der See zu bringen? Diese Harfe wird es dir gestatten, auch ohne meine Hilfe zu ihr vorzudringen. Tief im Inneren des Binnenmeers. Entschuldigung. Tief im Inneren des Binnenmeers befindet sich ein Strudel.
der sich glitzernd dreht. Segle über diesen Sog hinweg und spiele auf der Harfe. Dann triffst du ihre Majestät. Bitte sagt der Königin, wie glücklich ich jetzt bin. Es ist nicht nötig, dass die Gute weint. Denn endlich bin ich nun erneut mit meinem lieben Schätzchen Kai vereint. Wisse, dass ich dich auf immerdar zu meinen Freunden zähl. Vielleicht sehen wir uns dereinst wieder. Doch fürs Erste sage ich Lebewohl, Marielle. Gehe an Bord der Schnuckenstute und reise durch die Lichtsäule in der Mitte des Binnenmeers nach Nautica. Das ist die Säule, die ich vorhin rein bin, oder? Ja, wollen wir. Lex ist ein Pechvogel, wie er im Buche steht. So, dann müssen wir jetzt wieder... Wow, wir sind ja schon mal hier raus und dann... Ne, wow. Wir sind sehr weit gekommen. Ja, doch. Oh, genau, das ist der Strudel jetzt. Und da sind die nächsten. Eine Gruppe Flederschleime. Was wollt ihr hier? Kommt sauber, Brutze. Nice. Sauber, Knister. Was war eigentlich Bullshit, weil hätte auf ein einfacher Auge reicht, aber egal. Jedes Gruppenmitglied 150 Erfahrungspunkte, 52, alles was ich so viel. Komm, geh mal mit der Gummi hier. Ah, ist jetzt dauerhaft offen, schön. Boah, echt jetzt? Oh nö. Ah, kämpfen. Was haben wir denn? Feuriger Fußfeger, Karacho-Kugel. Haben wir mal. Oh, der hat aber gar nichts ausgehalten. Sauber Knister. Das war schön, oder? Das war doch schön, oder? So, 277 oder 7. Geht's jetzt, Bodo? Nein, wollen wir jetzt nicht. Schatztruhe, Mondrautenknolle. So, wir müssen wieder darüber. Schon wieder. Kämpfen, Angriff. Er hält nichts aus. Hey. Zauber, Knister, da. Zauber, Knister, da. Zauber, Knirsch. Die Wände wird wohl runterfallen hier. Boah, geht doch. Au. Naja, Pott geht immer noch nicht so glatt. Easy. 300, 810. Genau, da müssen wir nur hin. Da drüben ist der Weltenbaum, der Yggdrasil.
So, fighten. Komm. Lass uns mal selber ein bisschen Spaß haben, oder? Nein. Ging die Animation jetzt so schnell oder habe ich die gerade irgendwie unterbrochen? Oh, wir machen Brutzeli. Zirkel der Zerstörung. Nulltarif. Magisches Gelage. Nice. Alle Gruppenmitglieder können einige wenige Runden lang die meisten Zauber und Fähigkeiten für 0 MP einsetzen. Okay, das sehen wir uns mal noch auf. Und einer weg. Echt jetzt? Komm, hauen weg. So, darf ich da sind? 300, 108. Auf dem Wasser ist eine Lichtsäule zu sehen. Die Harfe der Lorelei spielen? Ja. Der Tigerle spielt die Harfe der Lorelei. Automatisches Laufen, immer der Nase nach. Ja, automatisches Laufen mag ich nicht irgendwie.